Sehr geehrte Damen und Herren, ein paar organisatorische Hinweise vorweg. Die heutige Graduierungsfeier wird live im Internet auf der Website der Pädagogischen Hochschule Steiermark übertragen. Alle Absolventinnen und Absolventen werden außerdem während des heutigen Festaktes fotografiert. Diese Fotos stehen Ihnen dann in Kürze gratis als Download auf der Website der Pädagogischen Hochschule Steiermark zur Verfügung. Ich bitte Sie daher, von privaten Fotos Abstand zu nehmen. Ich danke für Ihr Verständnis. Bitte kontrollieren Sie noch ganz kurz, ob Ihre Mobiltelefone ausgeschaltet sind. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für den feierlichen Einzug des Rektorates und der Absolventinnen und Absolventen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Graduierungsfeier hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in unserer wunderschönen Aula am Campus Hasnerplatz. Mein Name ist Susanne Lienhofer, ich bin Lehrende hier und leite das Zentrum für Internationales und Öffentlichkeitsarbeit und werde Sie durch den heutigen Festakt begleiten. Sie hörten eingangs das Brass Quintett mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Sie spielten für Sie das Menuett aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Ich bitte nun den Rektor der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Herrn Magister Dr. Herbert Haab, um seine Begrüßungsworte und die Festrede. Sehr geehrte Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, Großeltern, Angehörige und Freunde unserer Absolventen, ein herzliches Willkommen an Sie alle. Der heutige Festakt erfährt eine ganz besondere Auszeichnung. Ein Mitglied unserer Bundesregierung ist unter uns. Ich begrüße ganz herzlich das ehemalige Mitglied unseres Hochschulrates, Frau Bundesministerin Magister Dr. Beatrix Karl. Herzlich willkommen, liebe Frau Ministerin. Ich freue mich auch über die Anwesenheit eines hochrangigen Mitglieds unserer Schulverwaltung und danke für dein Kommen und begrüße ganz herzlich die Vizepräsidentin des Landesschulrates und das amtierende Mitglied unseres Hochschulrates,
Frau Diplompädagogin Elisabeth Meixner. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie jetzt um Verständnis, dass ich die folgenden Ehrengäste aus Zeitgründen nur in cumulo begrüße. Wir werden sie anschließend mit einem herzlichen Applaus gemeinsam willkommen heißen. Sie werden sich selbstverständlich kurz durch Aufstehen vorstellen, aber bitte um den gemeinsamen Applaus am Schluss der Vorstellung. Ein herzliches Willkommen den beiden Vizerektorinnen, Hofrat Magister Renate Gmoser und Magister Dr. Regine Weidlaner. Ein ebenso herzliches Willkommen unseren Leitungsorganen der Institute und Departments, Magister Dr. Werner Moritz, Diplom-Ingenieur Martin Teufel, Dr. Dr. Walter Vogel und Oberstudienrat Departmentleiter Harald Scheiber. Er hat sich angekündigt, ist aber nicht präsent, sehe ich gerade. Ich begrüße den Studiengangsleiter Magister Dr. Günther Zechner sowie die Verwaltungsdirektorin unserer Hochschule, Frau Diplompädagogin Margit Kaplan. Ich freue mich über die Anwesenheit von Vertretern des Landesschulrates Kärnten und begrüße Herrn Landesschulinspektor Ingenieur Herbert Torta. Und in seiner Begleitung Frau Andrea Motz. Ein herzliches Willkommen auch den Vertretern des Landesschulrates Steiermark, Herrn Landesschulinspektor Dietmar Vollmann und Frau Berufsschulinspektorin Barbara Heinzel. Herzlich willkommen. Ich bitte um Verständnis, dass ich meinem ganz besonderen Willkommensgruß heute natürlich unseren Absolventen und Absolventinnen zukommen lasse. Ich begrüße die Akteure, die im Mittelpunkt dieser akademischen Feier stehen, unsere Absolventinnen und Absolventen ganz, ganz herzlich. In wenigen Minuten halten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, als solche darf ich Sie ab dem heutigen Tag de jure bezeichnen, in wenigen Minuten wird Ihnen zum Abschluss Ihres Studiums der international anerkannte akademische Grad eines Bachelors of Education verliehen. Wir alle in diesem Saal, und er ist bummvoll, freuen uns mit Ihnen über Ihren Erfolg. Über Ihren Studienerfolg, den Sie in erster Linie, das muss ich schon sagen, sich selbst zu verdanken haben. Aber auch, und das sollte nicht unerwähnt bleiben bei so einem Festtag, Sie verdanken Ihren Erfolg auch Ihrer Familie und der Unterstützung, die Sie von Menschen erhalten haben, die Ihnen nahestehen und denen Sie heute ebenfalls eine große Freude bereitet haben. Und bereiten. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums, auch im Namen meiner beiden Vizerektorinnen, im Namen der Institutsleitungen, im Namen des gesamten Professorenkollegiums unserer Hochschule und im Namen der Damen und Herren unseres Verwaltungsteams. Mit der Verleihung dieses akademischen Grades haben Sie die Berechtigung erworben, im Lehrberuf tätig sein zu können, nicht nur in unserem Land, sondern auch europaweit. Mit dem heutigen Tag haben Sie aber nicht nur eine Berufsausbildung abgeschlossen, Sie haben darüber hinaus noch etwas erworben, das mehr ist als eine berufliche Qualifikation. In unserer Sprache bezeichnen wir das mit dem schönen Wort
Bildung. Mit einem Begriff, also den es nur in unserer Sprache in dieser umfassenden Bedeutung gibt. Im Allgemeinen versteht man unter akademischer Bildung die Kompetenz des erweiterten Denkens, so würde ich das einmal bezeichnen. Und diese Kompetenz ermöglicht in der Regel vieles. Zum Beispiel ermöglicht erweitertes Denken auch den erweiterten Blick auf diese Welt. Von seinem Fenster aus nicht nur den Innenhof, nicht nur die Straße, nicht nur die Stadt oder den Stadtteil, sondern ein Bild von der ganzen Welt vor Augen zu haben. Erweitertes Denken ermöglicht es, Weltbürger zu sein. Erweitertes Denken bedeutet aber auch, das werden zu können, wozu man besonders befähigt ist, was in einem potenziell angelegt ist. Man könnte auch sagen, erweitertes Denken bedeutet, das Leben nicht als etwas zu betrachten, sondern immer als Gelegenheit zu etwas. Der Abschluss eines Studiums ist so eine Gelegenheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, nämlich die Gelegenheit, sich auf seine besonderen Begabungen und Talente zu konzentrieren und sie zu seiner Sache zu machen. Was der Mensch ist, das ist er durch die Sache, die er zu seinen macht. An diesen Befund des Philosophen Karl Jaspers darf ich in diesem Zusammenhang erinnern. Erweiterte akademische Bildung verpflichtet auch zu einer besonderen Achtsamkeit gegenüber der Menschenwürde. In Kürze werden Sie dazu ein Gelöbnis ablegen. Mit diesem Gelöbnis verpflichten Sie sich, in Ihrem zukünftigen Wirkungsbereich im Besonderen auf eine Kultur des zwischenmenschlichen Respekts zu achten und diesen auch einzufordern und zu verteidigen, sollte sich das als notwendig erweisen. Eine abschließende Bemerkung. Sie stehen heute am Anfang eines neuen Lebensabschnittes. Jeder Anfang beginnt mit einem Ende. Mit dem heutigen Tag zählen die Jahre, die Sie an Ihrer pädagogischen Hochschule verbracht haben, bereits zur Vergangenheit. Ab heute sind Sie zu einem festen Bestandteil Ihres Lebens geworden. Wir hoffen, dass Sie sich an diese Vergangenheit in diesem Haus einmal gerne erinnern werden. Vor allem, dass Sie von Ihrer Hochschule die Erfahrung mitnehmen, dass der Zugewinn an Wissen und Können eigentlich Freude bereitet. Lernen bedeutet, Freude an der eigenen Weiterentwicklung zu haben. Einer meiner Kollegen hat diesen Sachverhalt sehr treffend ausgedrückt. Er definierte Lernen als die Vorfreude auf sich selbst. Finde er eine wunderschöne Definition. Daher bitte bleiben Sie dran. Die Erfahrung der eigenen Kompetenz ist nachweisbar eines der wichtigsten Sinnmotive im menschlichen Dasein. Ganz besonders trifft das auf den Lehrberuf zu. Zum Abschied ein persönliches Anliegen an Sie, liebe junge Kolleginnen und Kollegen, wo immer Sie in Zukunft auch tätig sein werden, verstehen Sie sich bitte auch als Botschafter Ihrer pädagogischen Hochschule und halten Sie uns die Treue. Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles Gute.
Sie hörten soeben den Chor der Pädagogischen Hochschule Steiermark unter der Leitung von Kollegen Markus Zwitter am Klavier. Sie sangen für Sie das Lied As the Deer. Wir haben das Vergnügen, noch ein Lied zu hören, und zwar Always Be a Child mit Verena Pabst als Solistin. Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, bitte erheben Sie sich nun für das feierliche Gelöbnis. Ich bitte dafür Frau Dr. Regina Weitlane, Vizerektorin für die Ausbildung, auf die Bühne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben Ihr Studium gemäß den geltenden Vorschriften abgeschlossen, die vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt und die geforderten schriftlichen Arbeiten verfasst. Sie haben ersucht, die Verleihung des akademischen Grades in feierlicher Form zu bestätigen. Sie werden nun eingeladen zu versprechen, sich stets so zu verhalten, wie es Ihre akademische Ausbildung gebietet. Sie wollen also versprechen, die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie erworben haben, zu pflegen und ständig durch Fortbildung zu erweitern. Ihr Wissen und Können zum Wohle der Schülerinnen und Schüler
ohne Ansehen der Person einzusetzen, die Menschenwürde zu achten, der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Treue verbunden zu bleiben und sich des verliehenen akademischen Grades in Leben und Beruf würdig zu erweisen. Sind Sie bereit, dies nach bestem Wissen und Gewissen zu versprechen? Nachdem Sie dies feierlich versprochen haben, wird Ihnen nun der akademische Grad Bachelor of Education verliehen. Bevor wir nun zur feierlichen Verleihung der Urkunden schreiten, bitte ich Frau Amtsdirektorin Gabriele Grübler, Leiterin der Studien- und Prüfungsabteilung, auf die Bühne zu kommen. Weiters bitte ich den Herrn Rektor Dr. Herbert Haab und die Vizerektorin für die Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Frau Magister Renate Gmoser, auf die Bühne. Wir beginnen mit der ersten Gruppe der Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt für Berufsschulen. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Frau Eitner Barbara, Bachelor of Education. Wir dürfen applaudieren. Frau Feirer Marion Barbara, Bachelor of Education. Herr Frühwirt Stefan, Bachelor of Education. Frau Fuchsberger Alexandra Rita Aloysia, Bachelor of Education. Herr Ingenieur Magister Göschel Ewald, Bachelor of Education. Ich glaube, wir brauchen noch ein Gruppenfoto. Kollege war schon in Bewegung. Wunderbar. Recht herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur nächsten Gruppe der Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Berufsschulen. Bitte schön. Herr Gressel Wolfgang Erich Walter, Bachelor of Education. Frau Gruber Daniela, Bachelor of Education. Herr Heck Hans-Peter, Bachelor of Education. Frau Hötzl Petra, Bachelor of Education. Frau Iber Jutta Andrea, Bachelor of Education.
Herr Jandl Johann, Bachelor of Education. Und Frau Kobalt, Gudrun Martha, Bachelor of Education. Wir gratulieren recht herzlich. Es folgt eine weitere Gruppe von Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Berufsschulen. Herr Diplom-Wirtschaftsingenieur Koos Gerald, Bachelor of Education. Herr Ingenieur Kremnitzer Thomas Franz, Bachelor of Education. Frau Leschanz Brigitte, Bachelor of Education. Frau Lindenbauer Katharina, Bachelor of Education. Herr Ingenieur Madler Stefan Harald, Bachelor of Education. Frau Ingenieur Neuner Michaela Sophie Agnes, Bachelor of Education. Und Herr Ornhofer Zisser Johannes Peter, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Es folgt eine weitere Gruppe von Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Berufsschulen. Herr Ingenieur Pucher Franz Wolfgang, Bachelor of Education. Herr Rainer Alfred Thomas, Bachelor of Education. Frau Magister Rossmann Claudia, Bachelor of Education. Herr Ruckenstuhl Josef Peter, Bachelor of Education.
Herr Ingenieur Sattlecker, Dieter Josef, Bachelor of Education. Herr Ingenieur Schicker Manfred Rudolf, Bachelor of Education. Und Herr Schöffmann Erwin, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch, Sie können wieder Platz nehmen. Wir kommen nun zur letzten Gruppe der Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Berufsschulen. Frau Schumi Martina, Bachelor of Education. Herr Ulrich Andreas, Bachelor of Education. Frau Magister Unterholzer-Kiedl, Hannelore Ludmilla, Bachelor of Education. Und Herr Ingenieur Zoya Stefan, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen nun zu den Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt für den technisch-gewerblichen Fachbereich an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. Ich darf die erste Gruppe gleich auf die Bühne bitten. Herr Drobesch René, Bachelor of Education. Herr Ingenieur Griesauer Gerald Andreas, Bachelor of Education. Herr Ingenieur Hirz Ferdinand, Bachelor of Education. Herr Ingenieur Krasnik Herwig Franz, Bachelor of Education. Herr Nuck Walter Josef, Bachelor of Education. Applaus
Herr Rankel Hannes, Bachelor of Education. Herr Schiller Martin Herbert, Bachelor of Education. Gruppenbild ohne Dame, nicht sehr oft an der Hochschule. Herzlichen Glückwunsch. Und abschließend bitte ich nochmals eine Gruppe von Absolventen des Lehramts, des Bachelorstudiums für das Lehramt für den technisch-gewerblichen Fachbereich an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen auf die Bühne zu kommen. Herr Ingenieur Schoberer Wolfgang, Bachelor of Education. Herr Strauß Oliver, Bachelor of Education. Und Herr Teisel Hannes Franz, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Bitte auch das Rektorat, wieder die Plätze einzunehmen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind nun am Ende der heutigen Graduierungsfeier angelangt. Die Fotos finden Sie in Kürze, wie bereits eingangs erwähnt, als Download auf der Website der Pädagogischen Hochschule Steiermark unter www.phsd.at. Ich möchte Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, an dieser Stelle auf unseren Absolventenverein aufmerksam machen, nachdem es auch dem Rektorat ein großes Anliegen ist, dass Sie mit der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Kontakt bleiben. Der Verein Freunde der Pädagogischen Hochschule Steiermark informiert Sie regelmäßig über Veranstaltungen und attraktive Angebote der Hochschule und unserer Kooperationspartner. Sehr geehrte Damen und Herren, die Pädagogische Hochschule Steiermark lädt Sie nun alle zu einem Sektempfang gleich gegenüber in den Multifunktionsraum ein. Ich wünsche Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, im Namen der Pädagogischen Hochschule Steiermark noch einen wunderschönen Tag im Kreise Ihrer Familie und Freunde. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte erheben Sie sich vor dem feierlichen Auszug des Rektorates und der Absolventinnen und Absolventen zu den Klängen der steirischen Landeshymne.